Morgen zusammen. So viel zur Wettervorhersage, es wird jetzt jeden Tag ein klein bisschen wärmer. Heute Nacht ist es so arschkalt geworden. Ich bin bibbernd aufgewacht, habe mir noch meine Jacke in den beiden Schlafsäcken angezogen. Meine Herren, war das kalt. Und auch jetzt heute Morgen, es muss noch sehr, sehr früh sein, es ist noch richtig kalt, so dass ich keine Lust habe, überhaupt irgendwas zu machen. Und ich habe jetzt beschlossen, ich laufe einfach weiter und werde etwas später dann irgendwo eine ausgiebige Frühstückspause in der Natur machen, ein bisschen meine Sachen trocknen, was essen und so weiter. Jetzt im Moment ist es mir gerade so kalt, ich habe zu nichts Lust, ich will nur mich bewegen und mich aufwärmen. Ja, hier befindet sich der Einstieg in die Ruppertsklamm von oben, die ich ja links liegen lassen werde. Und ich sehe hier gerade, hier gibt es derzeit auch Schilder. Nehmen Sie Rücksicht, Einbahnstraße aufgrund der Kontaktreduzierung, also Corona, bitten wir nur in diese Richtung zu wandern. Also quasi Ruppertsklamm rauf, Eselspfad runter. Das macht meine Entscheidung, die Ruppertsklamm aus Sicherheitsgründen nicht mit dem Wanderwagen zu machen, noch einfacher. So halte ich mich hier auch an die Corona-Regeln, was ich ja sowieso probiere. Auch wenn ich unterwegs bin, ich habe natürlich einen Mundschutz dabei. Hier, mein Bandana. Nachts ist es eine Mütze, tagsüber ist es ein Mundschutz, wenn ich mal irgendwo was kaufe oder so. Gut, also für mich geht es jetzt zum sogenannten Eselspfad. Da werde ich runtergehen. Ich glaube, der ist recht steil, wenn ich mich erinnere. Dann bin ich irgendwo ganz grob bei Lahnstein. Und dann führt mich Etappe, meine Herren, jetzt muss ich schon ganz schön überlegen, ich bin noch ziemlich müde. Etappe 11 von Lahnstein nach Braubach. Oh, der Weg, den ich jetzt gehe, nennt sich sogar Alternative Rheinsteig für diejenigen, die die Ruppertsklamm wohl nicht gehen wollen. Dieser Eselspfad geht ziemlich steil bergab. Ich muss ordentlich bremsen. Gott sei Dank habe ich eine Karre mit Bremsen. Also einen Wanderwagen ohne Bremsen würde ich niemals irgendjemandem empfehlen. Viel zu gefährlich. Und da passt der Name Eselspfad hier perfekt. Ich komme tatsächlich mit diesem Karren gerade vor wie so ein Esel. Geschafft, ich bin unten. Das ist das untere Ende der Ruppertsklamm. Hier mal ein paar Szenen von einer Wanderung durch die Ruppertsklamm, damit du dir das besser vorstellen kannst. So, hier bin ich jetzt unten an der Lahn und jetzt muss ich noch einen Weg über die Lahn finden. Der müsste in nicht allzu ferne entfernt sein. Geiler Satz. So, die Brücke über die Lahn ist gefunden. Und das bedeutet, glaube ich, Etappe 10 ist jetzt auch endgültig geschafft. Und jetzt geht's berghoch, aber auf Etappe 11. Und natürlich geht es wieder berghoch am frühen Morgen. Das ist mein Weg. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich auf diesem Trip, wenn ich ihn überhaupt bis zu Ende fertig bringe, das muss ich immer wieder sagen, denn ich bin mir bis jetzt nicht sicher, dass ich insgesamt knapp 10.000 Höhenmeter mache. Müsste ja eigentlich auch schon fast die Hälfte haben, oder? Weiß man nicht, schlecht zu sagen sowas. Nee, wahrscheinlich nicht. Mittelrheintal. Oh, auf jeden Fall merke ich, dass da schon ein paar tausend Höhenmeter in meinen Beinen stecken. Ach du Scheiße. Oh Mann, ich habe irgendwo Gedanken verloren, die Beschilderung verpasst. Habe mich jetzt schon gewundert, dass hier eine ganze Weile nichts kam. Und ich bin sowas vom Weg ab. Und wenn ich jetzt gerade auf mein GPS gucke, dann laufe ich jetzt so viele extra Kilometer, um wieder auf den Rheinsteig zu kommen. Ich laufe einen Umweg, ich Ochse. Scheiße! Was passiert, wenn man seinen Gedanken nachhängt? Mist!
ärgert mich gerade tierisch. Ich hatte schon das Problem, wo ich meine Jacke verloren habe, wo ich da etliche Kilometer mehr gelaufen bin und jetzt wieder so blöd abgekommen. Aber nicht, dass ich mal an einer Strecke abkomme, wo ich dann schön abkürzen kann. Nein, ich laufe natürlich noch extra. Meine Füße tun ja auch überhaupt nicht weh. Nein. Eigentlich müsste das jetzt wieder der Rheinsteig sein, der von da kommt und nach da geht. Oh, zeig mir endlich so ein Schild, bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank, ja, da ist eins. Oh. Mann, ey, ich muss mehr aufpassen, das sind schon so viele Kilometer. Da brauche ich ja noch extra Kilometer. Ja, und so schnell kann sich die Laune wieder ändern. Es geht gerade ganz sanft bergunter, ich kann gerade schön treiben. Und ich habe gerade einen Wegweiser gesehen und er stand in die Richtung zurück. Ungefähr 4 Kilometer von da, wo ich komme. Das heißt, ich bin schon wieder 4 Kilometer gelaufen. Und Richtung Marksburg 4,4 Kilometer. Und das heißt, ich bin schon wieder ungefähr auf der Hälfte von Etappe 11. Und die Hälfte von Etappe 11, also 10,5 Etappen, ist exakt die Hälfte von insgesamt 21 Etappen des Rheinsteigs, nach denen ich ja laufe. Und das heißt, nachdem ich gestern die Hälfte der Rheinsteig-Kilometer geschafft habe, habe ich jetzt die Hälfte der Rheinsteig-Etappen geschafft. Das ist gerade ein schönes Gefühl. Mann, oh Mann, war das gerade eine Steigung. Ich habe es kaum rauf geschafft. Ich weiß nicht, ob die Planer des Rheinsteigs den Steig selber auch jemals selber gegangen sind. Da waren auf jeden Fall ein paar Sadisten dabei. Ja, ich glaube, ich müsste tatsächlich kurz vor Braubach sein. Vielleicht ist das hier sogar schon Braubach. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich hier bin. Hey, das ist die Marksburg. Dann bin ich tatsächlich schon in Braubach. Etappe 11. Das heißt, muss ich aber mal sehen, wo ich irgendwo mein Frühstückspäuschen mache. Ja, und kurz hinter Braubach, da zeigt der Rheinsteig jetzt sein Gesicht, wie ich ihn hauptsächlich im Mittelrheintal erwarte. Das heißt, solche Wege hier. Und ich glaube, Etappe 12 wird ungefähr hauptsächlich so aussehen. Oh shit, jetzt habe ich ein Problem. Ich wollte hier gerade die Kamera aufstellen, um euch mal zu zeigen, wie ich mich hier hochkämpfe. Und jetzt ist mir der Wagen abgeschmiert. Gott sei Dank da vorne an einem Baum hängen geblieben. Ich hoffe, der hält ganz gut, weil dahinter geht's richtig runter. Scheiße, wie kriege ich denn den da wieder hoch? Ja, das war jetzt eine Aktion. Ich bin runter, habe mir den Wagen an den Hüftgurt gehangen. Und bin auf allen Vieren hoch und immer wieder runtergerutscht. Aber es gab keinen festen Halt. Ich habe nur aufgepasst, dass ich immer diesen riesen Baum noch im Rücken habe, wenn ich runterrutsche, dass ich da aufgehalten werde. Okay, jetzt hat der Rheinsteig gerade gezeigt, wie gefährlich er sein kann mit so einem Gefährt. Puh, das hat mir jetzt gerade Angst gemacht. Königreich Schattenbank, Soul Trails, Soul Boy und Hiking Machines. Das ist ja witzig. Der Soul Boy, das ist auch ein YouTube-Wanderer. Ganz tolle Trips. Also hat einen eigenen Kanal. Könnt ihr euch mal anschauen. Macht schöne Videos. Und ich kann mich erinnern, dass er bei seiner Rheinsteig-Wanderung mal von dieser Etappe erzählt hat. Und sie sind wohl die ganze Zeit in der Hitze gegangen und haben dann noch so eine Gruppe überholt und waren dann die Ersten hier und konnten sich hier ein bisschen im Schatten ausruhen. Und anscheinend war er irgendwann später auch noch mal hier und hat dieses Schildchen da angebracht, ganz witzig. Ja, ich hätte heute lieber eine Sonnenbank als eine Schattenbank. Ich habe schon wieder einen Pullover an, obwohl es die ganze Zeit berghoch ging. Mal sehen, wie es weitergeht. Langsam wird die Sonne stärker und kommt auch so über den Berg. Bei mir ist ja noch früh. Wow, schöner Platz für eine Hütte. Allerdings will ich heute noch
viel weiter. Wenn das allerdings so Wege sind, wie eben gerade, dann weiß ich nicht, ob ich heute noch so weit komme. So, wie sieht's denn hier aus? Sauerbornquelle, 2,5 Kilometer. Hoffentlich liegt ihr auf dem Weg, sieht so aus. Osterspei, da muss ich auch hin. 9,1 Kilometer. Ah, mal sehen. Im Moment bin ich gerade recht langsam unterwegs, obwohl ich schneller laufen könnte und es hier auch relativ geradeaus geht, aber irgendwie steckt mir immer noch der Schreck von vorhin in die Knochen. Das hätte um Haaresbreite mächtig schief gehen können. Da geht's tief runter. Boah, und dass ich den da wieder hochbekommen habe. Im Notfall hätte ich da irgendwie an dem Baum alles auspacken müssen und die Säckchen und was ich alles habe einzeln hochtragen müssen. Meine Herren, ey, das war ein Ding. Das hätte böse ausgehen können. Gott sei Dank, so wie es aussieht, hat der Wagen keinerlei Schäden. Ich kann es nicht glauben, ich bin schon wieder falsch. Ich hätte hier unten gelbe Linie lang laufen müssen und ich bin hier berghoch gelaufen. Und wenn ich im weiteren Wegverlauf gucke, komme ich zu weit weg von meiner eigentlichen Strecke. Oh Mann, ey. Mit dem Wagen querfeldein geht nicht. Ich muss zurück. Zweimal extra Kilometer. Das ist so demotivierend. Da unten ist der Weg, zu dem ich muss. Endlich mal wieder ein bisschen Sonne. Ich laufe jetzt schon wieder so lange im Schatten, dass mir schon wieder richtig kalt ist. Ah, ich sehe gerade am Heck, der hat doch einen ordentlichen Schlag abbekommen. Meine Herren, das Metallteil hier ist extrem verbogen und das ist was richtig Stabiles. Also der ist da mit Karacho gegen diesen Baum gehämmert. Aber sonst scheint alles heil zu sein. Ich bin mittlerweile im Örtchen Osterspei angekommen und habe mir gedacht, hier wäre es doch cool, was richtig Schönes, Kaltes zu trinken. Und hier unten am Wasser habe ich dann einen Imbiss gefunden und jetzt lasse ich es mir gerade gut gehen. So, jetzt einen Weg zurück zum Rheinsteig finden. Das kann nicht weit sein, das ist so überhalb von Osterspei. Und dann mal sehen, wie weit ich heute noch komme, weil irgendwie fühle ich mich plötzlich trotz Essen ziemlich schlapp. Meine Füße tun sehr, sehr weh. Puh. Da unten müsste jetzt, glaube ich, Boppard sein. Jo, das ist Boppard. Auch ein schönes Örtchen. Habe ich mir auch schon mal angeschaut. Oh Mist. Das war jetzt aber gerade wieder anstrengend. Treppe und dann steiler Pfad. Aber ein schöner Aussichtspunkt über Boppard. Ich glaube, ich muss nur noch ein bisschen weiter. Dann hätte ich heute sogar schon Etappe 12 geschafft. Viel, viel weiter als ich wollte. Und ich weiß nicht, irgendwie ist das unvernünftig. Ich laufe zu viel. Meine Füße fühlen sich auch furchtbar an. Ich habe
richtige Schwäche heute, ich fühle mich schlapp. Ich muss mal gucken, also besonders weit, Fliege im Auge, besonders weit laufe ich heute nicht mehr. Ich glaube, ich brauche jetzt echt Pause und ja, mal sehen, ob ich jetzt irgendwie einen Schlafplatz finde oder so. Meine Herren. Hey, eine Hütte. Einem schönen Aussichtspunkt. Sehr, sehr große sogar. Ich bin immer noch überhalb vom Bobbad. Ich glaube, jetzt so langsam am höchsten Punkt. Die Aussicht ist traumhaft. Ich kann keinen Meter mehr weitergehen. Ich bleibe hier. Hier kann ich nachher schön sitzen und mir was kochen. Oh. Und dann hier hinten vielleicht meinen Schlafplatz einrichten oder so. Hier ist ein schöner Aussichtspunkt. Oh, und so geht es morgen weiter. Sehr steinig hoch runter. Also es geht mit dem Wagen, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, ich habe mir heute ein klein bisschen zu viel zugemutet. Ich bin so fertig und auch irgendwie demotiviert heute. Das kenne ich selten von mir. Puh. Ich glaube, ich muss jetzt mal richtig runterfahren, mich ordentlich ausruhen, schön wieder die Speicher auffüllen und dann mal sehen, wie es morgen ist. Meistens sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Die Aussicht ist granatenstark, also das hat sich ja schon fast gelohnt, so weit zu laufen. Ich check gerade auf dem GPS, wo genau ich mich befinde. Also überall boppert ist klar, aber wo auf der anderen Seite? Und zwar hier, wo der Pfeil ist. Und da vorne, da beginnt Etappe 13. Das heißt, ich habe heute Etappe 12 nicht ganz geschafft. Bin ja aber sowieso viel weiter gekommen, als ich wollte. Und dementsprechend ist mir das auch ganz egal. Aber ich habe fast wieder, nein, nicht wieder zwei Etappen. Ich habe Etappe 11, ich habe Etappe 12, nicht ganz. Dafür habe ich ja den Rest von Etappe 1 gemacht. Eigentlich habe ich fast wieder zwei Etappen gemacht und bestimmt wieder um die 25, 26 Kilometer oder so. Ich muss das mal nachrechnen. Boah, ist kein Wunder, wie ich mich fühle, weil ich mache das von morgens bis abends seit 6 Tagen. Perfekt, die Sonne kommt noch mal raus, deswegen kann ich jetzt noch mal alles, was ich heute Morgen schnell zusammengepackt habe, in die Sonne legen, sodass der Nachtschweiß, den ich ausgeschützt habe, aus den Schlafsäcken kann. Das ist ganz prima. Dann kann ich hier noch maximal Strom erzeugen mit meinem Solarpanel. Das hat heute tagsüber nicht so toll geklappt, weil ich immer wieder im Wald unterwegs war. Obwohl, dafür macht schon echt einen guten Job. Ja, hinten können auch meine Socken trocknen und ich fühle mich auch viel wohler in der Sonne. So, ich habe noch ein bisschen Körperhygiene betrieben, ich habe noch was gekocht, heute gab es wieder Reis und auch noch ordentlich getrunken und jetzt ist meine Laune auch schon wieder ein bisschen besser. Ich glaube, ich habe heute insgesamt auch zu wenig getrunken. Vielleicht war meine nicht so gute Stimmung auch irgendwie damit, hing das irgendwie damit zusammen. Mein Lager habe ich auch schon aufgebaut. Ich habe beschlossen, doch nicht auf dem Boden zu schlafen, weil es ja sehr, sehr staubig, feinstaubig ist hier in der Hütte, sondern ich packe mich einfach hier oben drauf. Das ist die perfekte Länge für ein Bett. Und ja, alles vorbereitet. Und dann geht es auch heute wieder recht früh ins Bett. Der Körper braucht die Ruhe. Damit er morgen weiterlaufen kann.